Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galaxy on Fire 2. Wir werden jetzt mal versuchen. Wie hieß das Ding noch? Forschungsstation zur Forschungsstation zu gelangen. Mein Gott. Und dafür sollen wir nach Wolf Reiser reisen, sozusagen. Aber dieses System kann man mal wieder nicht mit dem Sprungtor erreichen. Alles klar, dann. Kommen wir hier hin? Dann wuseln wir doch einfach mal zu diesem Sprungtor. Ja, okay. Jetzt aber. Und von dort aus können wir dann bestimmt dahin reisen, denke ich mal. Müsste eigentlich gut funktionieren. Zumindest hat es das letztes Mal. Und jetzt können wir wieder die ruhige Atmosphäre dieses Spiels genießen. Die wunderschönen Farben. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt keine Piraten uns entgegenkommen. Weil ich möchte es einfach mal nur genießen. Pure Entspannung. Nur ob das so bleiben wird. Ich glaube irgendwie nicht. So, ich hoffe auch, dass mein Handy jetzt durchhält. Ich habe es nämlich jetzt erstmal am PC angeschlossen. Zack. Es ist nämlich gerade auch, kurz nachdem ich die letzte Folge beendet hatte aufzunehmen, ist es nämlich dann auch komplett ausgegangen. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen warten. Jetzt ist es wieder an und ich hoffe, es kommt jetzt klar. Aber eigentlich müsste es so gehen. Dich habe ich doch noch gar nicht markiert, oder? Oh oh, es wird sehr knapp. Muss ich überhaupt auf diese Station? Ich glaube nicht, nö. Es funktioniert zumindest auch gar nicht gerade. Ich glaube, wir müssen einfach zum Sprungtor. Ne, da kommen wir eigentlich her, oder? Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist meine Idee doch nicht so gut. Ich guck mal eben, wo er mich dann hinschicken will. Ah doch, das ist ganz gut, weil jetzt kann ich doch Wolf Reiser auswählen. Ist zum Glück ein sicheres System, da bin ich ja schon mal sehr beruhigt drüber. Und Thynom heißt der Planet, wo wir hin müssen. Alles klar. Dann werden wir das doch mal tun. Oh, hier sieht es auch schön aus. Oh, geil. Ich mag gerade diesen Planeten da. Weil er einfach ganz viele Ringe um sich drum hat. Da sind wir endlich. Voll schön. Dr. Paolini wird uns schon erwarten. Okay. Alles klar. Super. So, zack. Und dann fliegen wir die Station mal an und schauen, ob der Doktor uns freundlich gesonnen ist. Und uns vielleicht auch helfen kann. Gegen die Void. Boah, die Musik ist echt so cool. Paukenschlag, yay. Ich mag das einfach. Es ist schon ein schönes Spiel. Bis auf die Phasen, an denen ich irgendwie mal nicht weiterkomme. Thomas, oh, ich habe gehört, was passiert ist. Gott sei Dank geht es dir gut. Und Sie müssen Keith T. Maxwell sein. Commander Snowcomb hält große Stücke auf Sie. Willkommen auf Deep Science. Nennen Sie mich einfach Keith. Wie Sie möchten, Mr. Maxwell. Ich bin Dr. Carla Paolini, Projektleiterin von Deep Science. Hat Commander Snowcomb Sie schon über unsere Arbeit informiert? Er hat mir von den Void erzählt und ich habe sie in Aktion gesehen. Ziemlich aggressive Burschen. Wie kann ich helfen? Wir müssen mehr über Ihre Technologie herausfinden. Unser Plan ist, ein Void-Schiff oder wenigstens Teile davon zu beschaffen, damit wir es analysieren können. Deep Science gibt Ihnen 20.000 Credits, damit Sie Ihr Schiff mit einem Traktorstrahl und einem Scanner ausrüsten können. Geil. Wo ich herkomme, gab es für 20.000 Credits ein ganzes Schiff. Die Zeiten ändern sich, Mr. Maxwell. Sobald Sie bereit sind, fliegen Sie und ich nach Sahir ins Waymire-System.
Wir haben dort Void-Aktivität festgestellt. Sie wollen mitkommen? Bei allem Respekt, ich glaube, das ist zu gefährlich. Ich mache das lieber allein. Mr. Maxwell! Keith, bitte. Keith! Ich muss die Void mit eigenen Augen sehen. Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Dinge. Okay, Carla. Sie sind der Boss. Gut. Wir sollten sofort aufbrechen, sonst verpassen wir die Void. Schaffen Sie Platz im Laderaum und denken Sie an den Traktorstrahl und den Scanner. Sie können beides im Hangar kaufen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Alles klar. Okay. Ja, gut. Wir haben Geld geschenkt bekommen, das finde ich sehr nett. Was ich aber nicht so schön finde, dass wir mal wieder gerade nur Bronze bei Entdecker haben. Mindestens 5 verschiedene Systeme besucht. Aber gut, wir hätten halt mehr Systeme besuchen sollen, aber das gehörte jetzt nicht so zur Aufgabe und deswegen habe ich das einfach nicht gemacht. Naja, $1000 kriegen wir dafür. Haben insgesamt 27.588. Damit können wir schon ein bisschen was kaufen. Aber wir sollen ja jetzt so einen Traktorstrahl kaufen. Und einen Scanner. Jetzt gucke ich gerade mal, ob das hier mit bei ist. Hier ist schon mal ein Eco-Scan. Ist das denn gut? Der Eco-Scan ist der meistbenutzte Scanner auf dem Markt, da er recht günstig ist und für den geringen Preis sogar eine Frachterkennung bietet. Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Es ist auch echt super, dass er damals für das Geld ein Schiff gekriegt hätte und jetzt nur noch so 2 Sachen. Ja, wie im echten Leben halt, ne? Alles wird teurer. So, wir kaufen uns jetzt einfach mal den. Und das müsste dann der Traktorstrahl sein, aber den haben wir schon. Und den hier können wir uns nicht leisten. Der ist viel zu teuer. Boah, der ist wirklich extrem teuer. Okay. Dann können wir ja gar nicht so viel holen. Den Traktorstrahl haben wir hier und sonst muss ich mich wieder entscheiden, welchen ich da wegmache. Ich glaube, wir haben uns gerade den hier gekauft, weil der hier ist schwächer, denke ich mal, weil er günstiger ist. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da installiert? Kann mehr Ladung transportiert werden. Ja, das ist ja eigentlich schon mal immer gut. Das ist zwar nicht so viel mehr gewesen, aber immerhin. Und Panzerung sichern das Schiff gegen alle Arten von Geschossen. Das ist ja eine blub, 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 blub. Das ist auch sehr gut, aber wir müssen uns jetzt leider mal entfernen, um uns diesen tollen Eco-Scan zu installieren. Weil sie möchte das unbedingt. Ich weiß gar nicht, warum wir da scannen sollen. Na gut, wahrscheinlich wegen dem Void. Ob sie sich da aufhalten. Nein, stopp. Ich weiß nämlich gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich genau hin muss. Die haben das gesagt, aber das habe ich mir irgendwie schon wieder nicht wirklich gemerkt. Naja, wenn hier riskant steht, dann müssen wir bestimmt hier hin. Ne, doch nicht. Dann muss ich mal eben nochmal nachgucken. Ich habe Carla getroffen. Der erste Lichtblick nach 35 Jahren. Ach, super. Ich fliege mit ihr nach Sahi, wo die seltsamen Aliens gesichtet wurden. Ich soll ihre Überreste einsammeln, daher werde ich einen Traktorstrahl und einen Scanner benötigen. Gut, wir haben beides zur Verfügung. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo Sahi liegt. Ich mach's immer falsch. Ah, so. Achso, hier müssen wir offensichtlich hin, weil hier ist das kleine Symbol wieder. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht auf direktem Wege hin. Nein, natürlich nicht. Wir können erstmal nur nach Aquila fliegen. Um da dann das Sprungtor zu benutzen. Also... die Wege sind schon immer relativ weit auseinander. Hier muss man immer ziemlich weit reisen. Aber wir können ja gleich... Bringen Sie uns nach Sahi. Okay, wir sollten vielleicht doch nicht das Spiel vorspulen, weil dann verpassen wir auch vielleicht die mal Dialoge. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt überhaupt gehen würde. Zum Sprungtor... Ich kann diesen Pfeil da, glaube ich, auch gerade gar nicht anklicken, um das Spiel schneller zu machen. Und ich hätte mir mal wieder Raketen kaufen sollen und habe es schon wieder vergessen, weil ich nur noch 2 Stück von diesen tollen EMP-Raketen habe. Aber okay, das muss dann erstmal reichen. Ach Mist, das Ding, was meine Schilde geschützt hat, sehe ich gerade, oder mein Schiff so ein bisschen geschützt hat, das Schild. Das war die zweite Leiste, die wir oben hatten, die orange, ne? Jetzt haben wir nur noch eine rote. Das heißt, tja, wir halten jetzt nicht mehr so viel aus und werden viel, viel schneller besiegt. Und das finde ich nicht so gut. Vielleicht hätte ich doch das mit dem Frachtraum erstmal weglassen sollen. Naja, jetzt ist erstmal zu spät. Mal schauen, wie ich damit klarkomme.
Wenn es nicht so gut ist, dann mache ich doch lieber den Frachtraum weg und hole mir wieder die Schilde. Weil gerade hier ist es riskant. Oh, super. Ich habe es fast geahnt, dass es nicht gut sein wird, hier zu sein. Ich versuche jetzt trotzdem da einfach hinzufliegen, weil ich habe eigentlich gar keine Lust jetzt, mich mit denen anzulegen. Schon gar nicht mit dem dicken Ding da über uns. Oh Mann. Der Planet im Hintergrund sieht auch irgendwie ein bisschen verschimmelt aus. Lalala, ihr seht mich nicht. Ich bin überhaupt nicht da. Dü-dü-dü. Boah. Wie viele Punkte da irgendwie eingezeichnet sind. Es scheinen ganz schön viele Feinde hier zu sein. Das ist nicht so gut. Und das mit unserem mickrigen Schild. Ich glaube, ich werde das doch gleich mal ändern. Das ist einfach wirklich sehr, sehr riskant hier. Boah. Actionreiche Musik. So, jetzt werde ich mal eben ganz schnell in den Hangar gehen. Weil das ist mir dann doch irgendwie... Das war das, glaube ich, ne? Genau. Dann habe ich lieber weniger Ladung. Aber dafür mein Schutz. Das ist mir dann doch lieber. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, dass die Zahl hier unten rot ist, weil wir mehr Ladung haben, als wir tragen könnten. Ich weiß nicht, ob das gleich Probleme geben wird. Ich probiere es einfach mal aus. Das ist mir eigentlich gerade relativ egal, ob wir zu viel haben. Dann lieber ein bisschen Schutz. Ach Quatsch. Du hast zu viel geladen. Verkaufe einige Waren oder baue sie in dein Schiff ein, bevor du auf bist. Okay, und da haben wir das Problem schon. Tja, dann müssen wir doch ein bisschen was verkaufen. Dann verkaufen wir den hier, weil, ja. Nein. Nein, möchte ich nicht. Der Eco-Scan soll drin bleiben. Wie kann ich den denn wieder verkaufen? Vielleicht auch direkt über Shop. Die Sachen, die ich schon besitze. Der ist das. Kann ich den so wieder auf die Station legen? Ja, super. Das hat, glaube ich, funktioniert. Was besitzen wir noch? Die Raketen möchte ich jetzt ja nicht verkaufen. Die Impulswaffe. Da haben wir auch nur die eine. Ja, Mist. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja. Warum kann ich die denn nicht verkaufen? Nee, Reihimpuls und Mikrogun. Entschuldigung. Da steht aber nicht, dass ich den besitze. Warte mal. EX1, doch, den besitze ich. Ach, der zeigt mir wahrscheinlich nur die Sachen mit Punkt an, die auch eingebaut sind gerade. Aber den kann ich nicht auf die Station packen. Moment. Muss ich vielleicht... Ach Gott, das wäre aber ganz schön umständlich. Muss ich den vielleicht einbauen, um ihn verkaufen zu können? Nee, irgendwie geht es trotzdem nicht. Hä? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verwirrt. Ah, okay. Okay, weil ich es nicht anders hinbekomme, muss ich leider doch erstmal jetzt die... Die kann ich auch nicht verkaufen. Hä? Wie habe ich das denn gerade damit gemacht? Das hatte funktioniert. Das ist ja blöd. Tja. Okay, Leute, vielleicht wisst ihr ja, wie man hier irgendwie Sachen verkaufen kann, weil das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also mit dem einen Scanner hier hatte das ja gerade funktioniert, aber da haben wir nur einen Platz freigekriegt und das reicht ja immer noch nicht. Da muss ich wohl leider erstmal doch wieder den hier reinnehmen. Nee, Quatsch, was habe ich denn gemacht? Verklickt. Den hier reinnehmen, so.
Und dann muss ich gleich mal gucken, ob ich die Raketen irgendwie noch verballern kann oder so, dass ich wieder ein bisschen Platz habe. Weil ich weiß gerade nicht, wie ich das anders hinbekommen kann. Natürlich ein bisschen blöd. So, jetzt wuseln wir erstmal hier hin. Ja, wir können nur hier hin. Und wieder zu dem Sprungportal. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd. Aber hier sind ja schon ein paar potenzielle Opfer. Oh, mal gucken. Verrecke. Ja, super. Jetzt ist es auf jeden Fall mein Feind. Ach, das ist ein Terraner. Entschuldigung, ich wollte dich nicht angreifen. Zumindest, naja, nicht so direkt. Ich wusste nicht, dass es ein Mensch ist. Ich dachte, es wäre ein dummer Alien. Außerdem muss ich meine Raketen verballern, Entschuldigung. So, ich hoffe, wir haben jetzt wieder mehr Platz. Ja, super, es hat überhaupt nichts gebracht. Scheiße. Ich habe zwar alle Raketen verballert, aber wir haben trotzdem nur 26. Beziehungsweise nicht nur 26, sondern wir haben trotzdem 26 Platz im Frachtraum belegt. Tonnen oder wofür auch immer das Ziel steht, ich habe es vergessen. Tja, verdammt. Das heißt, ich habe die beiden auch noch gerade wirklich umsonst verschossen. Schade. Das war nicht mein Plan. Ha, ärgerlich. Ich möchte so gerne das Schutzschild wieder haben. Es ist einfach besser. Aber es scheitert an einer einzigen Tonne. Oder wie auch immer. An einem einzigen Platz im Frachtraum. Ja, es hat sich tatsächlich nichts verändert, obwohl ich die Raketen verschossen habe. Woran liegt das? Der Platz ist leer. Und wenn ich die jetzt verbaue... Ah, aber wenn ich die Raketen reinbaue, dann sinkt es zumindest auf 23 runter. Warum, weiß ich auch nicht. Achso, weil es jetzt im Schiff ist und nicht mehr richtig im Frachtraum. Ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das ganz gut, weil jetzt können wir den doch ausbauen und den dafür rein. Ja, jetzt sind wir auf 23. Das funktioniert sehr schön. Da bin ich sehr froh drüber. Unser Ziel liegt dort. Da ist Sahi. Und dort werden wir in der nächsten Folge hinfliegen und schauen, wie es weitergeht. Und dann versuchen wir mal, die Story noch ein bisschen voranzutreiben. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!